Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Heute mit einem ganz besonderen Video. Vor einiger Zeit schrieb mich ein professioneller Streamer an, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm auf seinem Kanal auf Twitch über Schach zu reden und ihm Schachspielen beizubringen, beziehungsweise sein Spiel zu verbessern. Er befindet sich auf Anfängerniveau und hatte durch meine Videos auf YouTube, die er entdeckt hatte, wieder so richtig Lust bekommen, Schach zu spielen. Nachdem er viele, viele Jahre gar nicht mehr gespielt hatte. Er hatte es in seiner Jugendzeit gelernt, soweit ich mich erinnere von seinem Opi, hat es aber jahrelang nicht gespielt. So, jetzt hat er wieder richtig Lust zu spielen, spielt jetzt sehr viel und hatte mich einfach angeschrieben, ob wir nicht eine Sendung machen. Ich bin der Einladung gefolgt. Die Sendung dauerte mehr als eine Stunde. Wir haben jetzt für diesen Kanal, für meinen Kanal, das Material nochmal ausgewertet, drei Teile daraus gemacht, denn es war wirklich sehr lustig und es ist auch wahrscheinlich auch lehrreich für viele von euch, insbesondere für Anfänger, für Amateure, zu sehen, wie bringe ich jemanden oder wie verbessere ich das Spiel eines Anfängers oder einer Person, die auf Anfängerniveau spielt. Das Ganze war natürlich nicht besonders ernst. Wir haben das auch sehr locker flockig kommentiert und ja, ich denke, es ist sehr lustig verlaufen und ich wollte euch das Material nicht vorenthalten. Wie gesagt, heute der erste Teil einer dreiteiligen Serie. In den nächsten beiden Wochen folgen dann die zwei weiteren Teile. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß und ja, schaut einfach mal rein. Okay. Ja, fangen wir mal kurz an. Also, erstes Schachcoaching von einem internationalen Meister. Ich habe es mir jetzt gemerkt. Und meiner Wenigkeit, der ungefähr auf Elo minus 1 ist, glaube ich. Wenn's. Naja, 900, 1000, hasse. Ja, aber nur auf Lead Chess, das ist ja höher, als es normalerweise wäre, oder? Ist ein bisschen höher, genau. Da ist also noch Luft nach unten. Ja. Ja. Teilst du noch den Bildschirm gleich? Ja, ne? Mach ich gleich. Jupp. Ja, okay. So. Also wir machen das so, wir haben so ungefähr eine Stunde eingeplant, glaube ich. Mhm. Und wenn ihr große Fragen habt, also Big Creek, ihr habt es ja auch im Discord schon verlinkt, ne? Er hat einen größeren YouTube-Kanal, beziehungsweise einen Kanal, der gerade extrem stark wächst zumindest. Mhm. Und macht, ja, ich spiele deswegen Schach, weil ich auf ein Video gestoßen bin von dir. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr welches, aber du wusstest es. Wahrscheinlich goldene Öffnungsregel, was viral gegangen ist in den letzten Wochen. Ja, genau. Ich war einfach auf YouTube am Rumsurfen irgendwie und da hab mir gedacht, ja, kann man mal angucken, was machen die da so? Und fand ich ganz unterhaltsam. Und dann habe ich einfach gefragt, ja. Hey, möchtest du mir nicht Schach beibringen in einer Stunde, ja, sodass ich danach Großmeister bin? Ja, das schaffen wir. Genau. Habe ich gedacht, machen wir das ein bisschen locker und ich stelle nebenbei so ein paar generelle Fragen, die vielleicht auch andere Schachanfänger interessieren könnten, weil du ja wirklich, ich möchte nicht sagen dein ganzes Leben, aber wahrscheinlich doch dein ganzes Leben Schach gewidmet hast eigentlich, von allem, was ich so höre, weil du kennst so viel auswendig und... Ja, ich spiele seit über 30 Jahren Schach und ist in meinem Beruf halt. Ne? Ich beschäftige mich Tag ein, Tag aus damit. Ne? Als Trainer, Journalist, Autor, Redakteur, jetzt YouTuber, ganz aktuell, sehr intensiv sogar, weil der Kanal wirklich, wie du schon erwähnt hast, total abgeht gerade in den letzten Wochen. Über 10, 11, 12.000 neue Abonnenten innerhalb von 2, 3 Wochen und das eine Video, was am Anfang erwähnt wurde, ist schon fast 400.000 Mal angeklickt worden. Also wir sind selbst gerade ein bisschen überrascht. So, ich mache das zusammen mit dem Kumpel. Und ja, völlig verrückt, was gerade abgeht. Du fängst jetzt auch an zu streamen. Letzten Samstag hattest du den ersten Stream, wo die Leute gegen dich spielen konnten. Genau, ich hatte meinen ersten Stream, Livestream, wo ich gegen Abonnenten gespielt habe, User, beziehungsweise alle möglichen Leute, die mich über Lead Chess herausfordern. Also ich kann natürlich schlecht sehen, wer ist jetzt Abonnent von YouTube. Aber war riesiger Erfolg, waren 1400 Leute konstant über 3 Stunden auf dem Stream, irgendwie für einen Schachstream extrem gut und ja, sehr positiv aufgenommen und wir machen direkt weiter am Samstag jetzt wieder, aber diesmal mit einem Turnier auf Lead Chess, was ich organisiere, die Sparta Arena natürlich und da kann jeder teilnehmen, also auch Anfänger, so wie du. Bist ja, herzlich eingeladen. Aber dann verliere ich ja. Ja, nee, da spielen ja auch andere Anfänger. Du, ich habe ja auch dein super Tipp mit Discord zum Beispiel. Ich habe gestern stundenlang am Discord gearbeitet und jetzt haben wir schon eine kleine Community gebaut und die Leute sind begeistert. Viele junge Leute sind da drin und das sind viele Anfänger halt auch, ne? Und die sich gegenseitig auch pushen und spielen wollen. Super geil. Okay. Ich habe ein paar Fragen auch ausgearbeitet, die ich so nebenbei einpflegen werde. Mhm. Eine der ersten, weil du gerade erwähnt hast, dass du halt auch vom Schachspielen lebst. Kann man vom Schachspielen alleine leben? Also ist es so preisgeldtechnisch? Könntest du
Als Spieler meinst du jetzt? Ja, rein als Spieler. Also ich meine, ich habe gesehen, dass viele Schachspieler, eigentlich alle gefühlt, die irgendwas irgendwann mal gemacht haben, Bücher schreiben, was ja dazu, was irgendwie dazu einladen lässt, dass man sagt, die können sonst nicht davon leben, einfach nur vom Spielen. Ergo versuchen sie halt mit Büchern und Co. Geld zu verdienen. Wäre Ja. meine Idee. Warum sollten sie das sonst tun, alle? Also ich sag mal so, es gibt Spieler, die können davon leben, sehr gut sogar. Also die Top 10 Leute zum Beispiel, die können fantastisch leben. Also der Weltmeister ist, hat schon längst ausgesorgt, zum Beispiel, das ist der Magnus Carlsen aktuell, der Norweger. Aber auch die Top 10 Leute, Top 20 Leute, die leben fantastisch. Also die sind so wohlhabend alle, können sich überhaupt nicht beschweren. Ich würde sagen, bis Top 100 können alle so von Schachspielen leben, nur vom Spielen. Top 100 ist vielleicht übertrieben, aber Top 50. Woher kommt das Danach wird es Geld? schwierig. Also von Bitte? Preisgeldern oder Sponsoren oder woher kommt das Geld? Also wie ist da die ökonomische Aufstellung im Schach? Das Woher sind sehr das? häufig Einladungsturniere, wo die eingeladen werden. Da gibt es ein Startgeld für die Spieler. Und davon gibt es inzwischen sehr, sehr viele. Davon leben aber vielleicht so 10, 20 Leute, 30, die da ständig eingeladen werden zu den Top-Turnieren. Dann gibt es aber noch das Ligensystem. Das ist anders als in anderen Sportarten. Du hast zum Beispiel die Bundesliga oder die Englische Liga, Holländische Liga etc. Die findet nicht jedes Wochenende statt, sondern die spielen halt so 6, 7 Mal im Jahr an einem Doppelwochenende, zwei Partien. Und da kriegen die auch richtig Geld. Und die müssen nicht nur in einer Liga spielen, sondern es gibt halt die Möglichkeit, in verschiedenen Ligen zu spielen. Und das machen fast alle Top-Leute. Und auch die Top 100, Top 200 Leute. Das geht aber auch ein bisschen auf in die Top 500 hinein. Das Großmeister in verschiedenen Ligen spielen in Europa und halt jedes Wochenende unterwegs sind teilweise ein sehr gutes Honorar kassieren dafür. Das ist eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, auch Ist für aber die jetzt nicht Top 10. vergleichbar, also so Weltmeisterschaften im Schach sind aber geldtechnisch, glaube ich, trotzdem nicht vergleichbar mit Tennis oder Golf, oder? Also das ist weit. Was meinst du denn, was es gibt bei einer WM? Ich weiß nicht. Ich kenne mich halt bei Tennis und bei gut Golf, die sind absurd reich. Das ist so viel. Bei Tennis, Ja. ne, verdienst du auch ein paar Millionen für die French Open oder Wimbledon oder so. Ich dachte jetzt bei Schach ist es wahrscheinlich eher im sechsstelligen Bereich maximal, oder? Das Also. ist Minimum 1 Million Oh, Preis. okay. Und woher kommt das Also, Geld? ja. Also wirklich von, weil Fernsehgelder oder so gibt es ja nicht richtig. Überträgt ja Nee, keiner, oder? Fernsehen. Ja, Sponsoren, kann man sagen, ne? Sponsoren, die Okay, das super. ausrichten, ne? Beziehungsweise jeweiliger Ausrichterland und das Land besorgt den Sponsor halt noch. Häufig weiß man ja nicht, ne? Wenn es irgendwo in Russland stattfindet, okay, dass jetzt wirklich ein Sponsor ist und dass nicht staatlich so ein bisschen gepusht ist, also auch, dass irgendwelche Unternehmen dann ein bisschen Geld rausrücken. Ne? Und So läuft heutzutage das. dann natürlich auch noch über YouTube oder Twitch oder so können sie auch noch extra Geld verdienen, ne? Wenn sie Das machen wollen. aber sehr wenige, ne? Also Ja. das machen nicht viele. Ganz, ganz wenige eigentlich. Dann muss Das es ist eher so lohnend genug inzwischen. sein. Bitte? Dann muss es lohnend genug sein. Nein, ich denke, Schach ist ein bisschen konservativ, also von der Klientel her, auch die Spieler selbst, dass die sich nicht so rantrauen an diese neuen Geschichten halt, ne? Also wenn du in der Schachwelt rumgehst und erzählst so, kennst du Twitch so, werden viele sagen, was ist das? Halt, Ja, ne? klar. Man muss halt offen sein für neue Methoden halt auch des Geldverdienens, sagen wir mal. Wobei das aus den USA so ein bisschen rüberschwappt. Es gibt eine große Seite, chess.com, die machen sehr viel Online-Turniere und inzwischen ist es wirklich so, dass da immer mehr passiert in der Richtung und es gibt sehr viele Twitcher, kann man das sagen? Twitcher? Nee, ne? Ja, Streamer einfach wahrscheinlich. Twitcher. Ich dachte jetzt an die YouTuber, deswegen Twitcher. Das hat sich noch nicht durchgesetzt, aber vielleicht jetzt. Nee, es gibt viele in den USA, die so streamen halt über Twitch, aber die nicht besonders stark sind halt. Ne? Also irgendwie so Elo, DWZ 1800 haben, 1700, 1600, aber die irgendwie eine Personality irgendwie meinen zu sein und irgendwie probieren die das halt über Twitch. Ne? Würdest du, das ist noch eine Frage, die ich wirklich habe, würdest du jemals gegen, also wenn du ansatzweise konzentriert bist zumindest, gegen jemanden mit einer 1800er Elo verlieren? Also ist das überhaupt möglich, dass du, sag ich mal, einfach ein schlechtes Spiel hast und der überrascht dich oder ist das eigentlich ausgeschlossen? Der Unterschied ist enorm. Also ich auf 10 Partien würde ich vielleicht einen halben Punkt abgeben. Verlieren ist sehr schwierig. Da müsste ich wirklich sehr unkonzentriert sein. Würdest du jemals eine Partie gegen Magnus Carlsen gewinnen können? Also eine von 10 oder so oder 100? Nee, 10 nicht, nein. Magnus Carlsen ist mit Abstand der beste Spieler der Welt. Ja, Und das er weiß ist ich. sogar für die absoluten Top-Leute kaum erreichbar, weil er inzwischen so ein Niveau hat. Für mich ist er eigentlich. Also ich kann ihn nicht schlagen. Also der müsste genauso dann so super unkonzentriert sein. Auf 10 Partien vielleicht würde ich vielleicht ein, zwei Remis, wenn ich Glück habe. So. Okay. Ja, aber das ist ja schon mal was gegen ihn, glaube ich. Habe es mal so in den Raum geworfen, aber vielleicht wäre es auch nichts. Ja. Okay, dann würde ich sagen, spiele ich mal mein erstes Spiel.
Und wie wollen wir es machen? Willst du reinrufen? Nee, wir wollen danach analysieren, nehme ich an. Darf ich ja nicht, ne? Darf ich ja nicht. Was? Ich kann den Bildschirm vergrößern. Okay, alles Ach, du klar. darfst gar nicht mitarbeiten während dem Spiel? Gegen die Regeln oder wie? Bei der ersten Partie bin ich jetzt vollkommen ruhig und danach gehen wir die durch. Okay, Möchtest du gut. 5 plus 2? Warte mal, spiel nicht 5 plus 3, sonst dauert das zu lange eventuell. Okay. Spiel 3 plus 2. Was hast du denn bis jetzt gespielt? Ich habe immer 3 plus 2 gespielt. Da bin ich aber Ja, dann salamander. Mach. lass. Sonst Okay. müssen die User zu lange warten, bis ich was erzähle, glaube Okay, dann machen wir 3 plus 2. Let's go. ich. Das kann ich am besten. Ja. Ah, Gott. Ein bisschen erzählen kann ich schon. Also, ich meine, dein Gegner nur 1984. Das ist kaum noch im messbaren Bereich. Ich erwarte jetzt einen Sieg, ist ja klar, ne? Ja, absolut. Den Dan, den mache ich doch locker. Den Dänen, was für ein Dänen? Also Nee, der Dan. heißt Dan. Oh Ja, Gott, das weiß ich Dan schon aber. 2020. Das hätte ich nicht tun sollen, das weiß ich. Vorsicht, die Dame, genau, sehr gut. Ach, braucht man die wirklich? Vorsicht. Ja, ich weiß doch. Ich Mach darf den nichts Super sagen, Play. eigentlich. Guck, Muss jetzt muss er nämlich aufpassen. wegziehen mit dem Ding. Na, wobei, er zieht einfach den Bauern. Unlucky. Ja. Na, oder so. Oder so. Ah. Das ist klassische Theorie, was ihr da spielt. Hier bin ich nicht sicher, zum Beispiel, ob man, aber das kann man ja gleich analysieren, ob man hier mit dem Bauer lieber schlägt. Dann habe ich halt so einen toten Bauern da unten, das gefällt mir immer nicht. Nee, bis jetzt läuft ja, Turm G1 ist auch ein Interessanter Zug. Riesenzock. Oh, nee, warte, hatte doch eine Idee. Pass auf. Gar nicht so schlecht, wie ich dir. Vorsicht, Vorsicht. Ich hatte was übersehen. Gut gemacht. Der Dan. Als guter Spieler. Ja, riesig, Spieler. Ich, ja, ich, man tradet doch mit Schwarz gerne die Dame, oder? Weil Weiß ja ein Advantage hat. Oh, Nein, tut man nee, so nicht. eine Regel gibt es nicht. Was? Die habe ich aber erfunden gerade. Die zählt Ja. jetzt. Vor allen Dingen, guck mal, was passiert jetzt. Oh, das war aber nicht gut für mich. Nee. Das Türmchen ist weg. Scheiße. Ist egal, auf Ah. dem Niveau kann man immer weiterspielen, weiterkämpfen. Dass der Gegner auch einen Fehler macht, sagst du? Ja. Muss nur vorsichtig sein. Ich Ah weiß. ja. Ah, ich darf nichts sagen. Oh nein, ich sehe es Du selbst. bist auch ein bisschen nervös jetzt hier. Jetzt tut der Big Reed zu, jetzt bist du nervös, oder Jetzt bin ich richtig nervös. Alles vorbei. Das hat er nicht erwartet. Nee, das ist. Ich auch Das nicht. Ignorieren wir dieses Spiel und machen ein neues. Oh Gott. Es soll ja auch Unterhaltung geben hier. Hallo? Oh Gott. Scheiße. Warum muss ich mich nur immer blamieren? Ah. Oh, herrlich. Hervorragend gespielt, würde ich Lass sagen. jetzt weniger. Wie viele Eiskugeln hast du denn jetzt inzwischen weniger? Wie viele was? Eiskugeln. Was sind Eiskugeln? Das sagt man den Kindern immer. Zum Beispiel, wie viel ist ein Springer wert? Ach so. Ja, das wusste ich ja nie. Habe ich dir geschrieben, eingänglich, weil mein Opa hat mir beigebracht, Springer sind viel weniger wert als Läufer. Wir haben immer so gespielt, die Läufer waren als erstes weg. Die hat kein Mensch interessiert. Die waren weniger wert als Bauern. Keine Ahnung warum. Hat mein Opa Weißt du so denn, wie viel die gesagt. wert Was willst du sind? tun? Ich glaube drei irgendwas oder so. Ich kenne die Ja, genaue Wertung nicht. das ist schon wichtig. Da müssen wir gleich drüber sprechen. Also, Springer ist 3 Punkte wert. Turm? Fünf wahrscheinlich oder vier oder so, würde ich schätzen. Fünf, sehr gut. Läufer ist das gleiche wie Springer, also 3. Bauern ist die schlechteste Einheit. Die sind nur wie viel wert? 2,5 oder so. 1,0. Echt? Nur so Ja. wenig? Das ist ja Ja, voll ja, ja. schade. Aber ihr Ja. verteidigt die doch immer wie die letzten Irren, ihr Profis, ihr. Da dachte ich, die sind Ja. mehr wert. Alles ist was wert, auch der Bauer. Und dann, was haben wir noch? Die Dame, die ist richtig stark. Ja, die mag ich. Die stirbt Neun aber bei mir Punkte. immer so early. Hast du Neun nichts gegen. Punkte. Wer hat das berechnet? Also haben das Programme berechnet oder wie? Wie viel Wert die im Vergleich haben? Oder ist das Ich habe schon lange keine Ahnung, bekannt? wer das berechnet hat. Okay. Ich bin ziemlich gefickt, wa? Das sieht nicht gut aus. Ist völliger Verlust. Also, auch wenn ich das jetzt weiterspielen würde, wäre es eine Sensation, wenn ich das noch drehen würde jetzt. Würde schon sagen, also muss er sich schon dumm anstellen. Also, so schlecht kann er sich nicht mehr anstellen, eigentlich. Oh, Also, so schlecht spielt er gar nicht jetzt.
Ja, der Dan ist auch Legende. Das Sein Alter. Großmeister mit, also in Online-Games, du kennst dich da ja nicht so aus, da gibt es immer Smurf-Accounts. Das heißt, die Leute, wenn sie ganz oben sind, fangen sie mit einem neuen Account einfach an. Und ich denke, der Dan smurft hier. Ach so, okay, jetzt Ja, verstehe ich ich gebe das. mal auf, ne? Das ist, glaube ich, Das gegessen. kannst du aufgeben, ja. Direkt die erste Analyse, jawohl. Oh, aufs Analysebrett mit mir. Das war Ganz am nicht. Anfang. Die Ja. Engine kannst du mal ausschalten oben. Oben rechts. Einfach auf grün klicken, genau, einfach ausschalten, die Engine. Aha. Hat der Springer F3 gespielt? Okay, weiter. Ich habe so Jawohl. gespielt. Dachte, Ist das war das die cool. Partie überhaupt? Ja, Ja, das ist ist es, die. ne? Ja, Weiter. Mach. Okay, E4 ist schon ein Fehler von ihm, oder beziehungsweise fragwürdig. Er stellt einen Bauern dahin und du musst dich immer fragen, so, nee, nee, geh mal zurück. Überlegt, nee, E4 ist okay. Und jetzt, er stellt eine Dro nee, Drohung, stellt er gar nicht auf. Aber was man immer berechnen muss im Schach, sind Schlagzüge und Schachgebote. Und hier hast du einen Schlagzug. Ich hätte ihn Mach mal einfach den wegnehmen Zug auf dem können, Brett. ja, das wäre natürlich besser Kannst gewesen, du die ne? Züge auf dem Brett ausführen jetzt? Mach mal. Probier mal. Ja, so Genau. hätte ich E-Mann spielen sollen. E4. Du kannst den Bauern einfach wegnehmen und er kann den gar nicht zurückschlagen. Das heißt, er verliert Und jetzt ich habe auch dadurch. noch Druck auf das, den Springer, ne? Auf Er den müsste Läufer. jetzt den Springer wegziehen Ja. und würde dadurch super viel Zeit verlieren. Das heißt, der Zug von dem E4 war Quatsch. Ja, und von mir war es dann auch Quatsch, das nicht zu tun, einfach, weil Den wir nicht zu hätten, nehmen, das war genau. ja auch Okay. blöd. Ja, Ja. ist okay. Das liegt aber an dir, du bist daran schuld, weil du immer gesagt hast, man muss früh die Leichtfiguren ins Spiel bringen und deswegen achte ich nur noch darauf, die Pferdchen daraus zu ziehen und die Läufer. Das ist Ja, deine aber Schuld. goldene Regel Nummer 7 ist auch, achte auf Drohungen, die gilt es zu parieren. Und eine achte Regel habe ich nicht eingeführt, wenn der Gegner dir was schenkt, nimm es. Hätte ich vielleicht doch kommunizieren sollen. Eine extra Regel für mich, damit ich das verstehe. Genau. Das ist ja nett. Das ist Ja. eine neue goldene Regel, Zusatz, noch ein Zusatzvideo. Goldene Regel 1.1 oder so, keine Ahnung, oder Version 2. Wenn der Gegner dir etwas schenkt, nimm es einfach und hinterfrage Genau. nicht. Ja, das hätte ich bedenken sollen. Das war mein Fehler. Ja, nee, ich habe dann So. das gemacht. Das hat mir auch gleich nicht so gut gefallen, weil ich dann die Dame so früh spielen musste. Und das ist auch Nee, eine Regel, die Moment, du Moment, mir beigebracht Moment. hast. Moment. Er hat jetzt genommen? Ja, er hat genommen und dann habe ich So. die Dame genommen, weil ich ein Doof bin. Ja, aber Das war nicht Moment, gut. warum? Du hättest mit dem Springer nehmen können, ne? Ja, das wäre besser gewesen. Ja, mit dem Springer nehmen ist besser. Warum? Goldene Regel Nummer, ich weiß nicht welche, ich muss mal. Weil die Dame erst spät ziehen soll. Genau, bring die Dame nicht zu früh ins Spiel. Weil das liegt daran, dass die einfach so viel wert ist und man sie immer wegziehen muss, wenn sie jedes Mal eine Drohung Genau, kriegt und dann verliert man einfach Tempo, ne? genau. Und das kostet ohne Ende Zeit, die dann hin und Ja, wieder zu klar. ziehen. Genau. Das ist ja bei mir dann auch passiert. Was kam jetzt? Er hat die Ja, angegriffen. genau. So, jetzt wäre ich zurückgegangen, komplett zurück nach D8, wo sie vorher war. Okay, und ich bin eins vorgegangen, Das ist was. aber eine Nuance jetzt. Das ist jetzt kein richtiger Fehler. Das ist jetzt mehr so. Okay. Er Ja. macht Springer E5. Okay, greift die Dame an. Ist eine Drohung. Musst du abwehren. Hast du die Dame wieder gezogen. Aber du ziehst ja schon zum dritten Mal die Dame. Ne? Ich weiß, Dame E6. das hat mir auch nicht gefallen. Gut. Aber du stellst eine Drohung auf. Du greifst den Springer an. Er muss den decken. Ich hätte jetzt D4 gemacht an seiner Stelle. Mach mal D4. Wo ist denn D4, um Gottes Willen? Ach so, einfach nach Der vorne D4. stellen, so. Genau. Ja. Und damit, hier zum Beispiel, musst du schon extrem genau spielen, um nicht sofort was zu verlieren. Ja. Weil er stellt hier eine Mega-Drohung auf, nämlich Läufer C4, den Läufer von F1, den Weißfeldrigen, auf das Feld C4 zu stellen, deine Dame anzugreifen und den Punkt F7, den anderen Läufer, den Weißfeldrigen. Ach so, ja, ich kann ja nicht, ich muss erst was machen hier. Ja, genau. Genau. Und dann ist die Dame angegriffen und dann fällt F7 in der Stellung. Oh ja. Und dann ist gleich alles Schicht im Schacht. Hat er aber nicht gemacht. Er hat einen schlechten Zug gemacht. Dame E2. So, wir sind gleich schon mit der Analyse vorbei, weil die Partie war gleich auch vorbei. Dame E2. Ja, Das ist genau. kein guter Zug, weil er blockiert damit seinen Läufer auf F1. Ihr blockiert euch sowieso gegenseitig hier, ne? Ihr Ja. lasst Figuren nicht raus. Was hast du jetzt gemacht? Springer C6 ist okay. Er schlägt. Du schlägst mit der Dame, ist okay. Ja, ich dachte, weil ich wollte die beiden Bauern nicht übereinander haben, dass Genau, ich mal. Doppelbauer nennt man das. Ja, das wollte ich nicht. Ist okay. Dann hat er Jetzt seinen hat er komischen wirklich. Play da hinten aufgebaut und ich habe ihn nicht Aber gesehen. das ist interessant. Also, okay. Jetzt geht es darum, zum Beispiel in der Stellung schnell die Figuren ins Spiel zu bringen. Du hast nur einen Springer ins Spiel und nur eine Dame. Die Läufer müssen ins Spiel und die Rochade muss ausgeführt werden. G6 ist in Ordnung. Ja. G3. Läufer H6 ist nicht so gut. Den Läufer auf G7 ist besser. Läufer H6 ist viel zu aggressiv, pseudo-aggressiv. Okay. So, jetzt greift er die Dame an und jetzt kam schon der entscheidende Fehler der Partie, wonach eigentlich alles vorbei ist. Du hast Ja, den das war Turm doof. eingestellt. Ja, ich hab's gesehen gehabt, das war nicht klug.
In so einer Situation würden wir im Training mit anderen sagen, so, was hättest du besser machen können? Guck mal nochmal hin. Naja, ich hätte die Dame nie da hinstellen dürfen, weil es ja Ja. klar ist, dass wenn ich mit dem Bauern die Dame zurückschlagen muss, was ja der Plan war, dass ich die trade, warum auch immer, aber wenn ich auf die Idee komme, dass ich die traden will, dann hätte ich ja wissen können, dass der Läufer dann meinen Turm holt. Ne? Das war Ja. relativ klar, das war ja auch nicht so Was schwer hättest du zu denn sehen. besser machen können? Mach mal einen Vorschlag. Na, ich hätte die Dame einfach nicht dahingestellt. Also sie ist jetzt ja angegriffen und dann, wir hätten einfach sagen, ich weiß es nicht, wahrscheinlich so. Das wäre ja schon Ja, genug gewesen, okay. oder? Okay. Ja. Aber dann hätte er, ja, nee, nee, wäre okay Nee, ist gewesen, alles glaube ich. gut. Ist alles gut. Alles gut. Ja. Okay, den Rest der Partie müssen wir nicht analysieren, Das war weil wirklich du hast. schlecht. Ja, aber das ist zu, der hat den ganzen Turm mehr, ne? Das ist zu heftig. Ja, nee, das war aber auch wirklich nicht gut gespielt. Also ich spiele manchmal besser, manchmal aber auch nicht. Ja, ich hoffe, ich sehe es noch heute. Es ist sehr. Die Franz. Du wärst gut im Gaming Weiß aufgehoben. Ne? Das sind so was? unterschwellige kleine Piekser, die ziehen. Das ist doch normal in eurer Community wahrscheinlich, oder? Absolut, absolut. Ja, sicher. Eine Frage stelle ich Ja, wieder bitte. rein. Hat Weiß wirklich einen großen Vorteil? Also auch auf hohem Niveau immer noch? Gewinnt Weiß einfach bei gleich guten Spielern oder ist es immer dann ein Remis im besten Fall für Schwarz oder? Also es gibt einen Anzugsvorteil, heißt das, ne? Also statistisch gewinnt Weiß schon häufiger als Schwarz. Aber auch auf hohem Niveau. Das ist, dieser Anzugsvorteil gilt für alle Klassen. Also ich würde eher sagen, so je niedriger das Niveau, desto weniger spielt es eine Rolle. Aber auf hohem Niveau ist es zum Beispiel selten, dass jemand mal mit Weiß verliert. Sagen wir es mal so. Wirklich selten. Okay. Weil die einfach zu gut sind, die Leute. Ja. Und eine weitere Frage, du redest immer sehr viel über die Eröffnungsstellungen, wie sie alle heißen, ne? Londoner System und was weiß ich, Königs Indisch und was weiß ich. Ja. Kann man die nicht einfach kontern? Also du siehst die ja immer und der Gegner hat ja offenbar einen Plan damit. Du weißt ja dann ungefähr, was er machen will. Gibt es dann Konter für spezielle Eröffnungszüge auch oder muss man das einfach über sich geschehen lassen? Ah, gute Frage. Bestimmte Sachen muss man sich über sich ergehen lassen, ja. Bestimmte Sachen kann man erahnen und frühzeitig ausweichen, aber häufig ist es nicht möglich. Okay. Ja. Der Weiße zum Beispiel, Londoner System, was du gerade erwähnt hast, das kann der Schwarze nicht verhindern. Weiß spielt D4 und egal was Schwarz macht, also die häufigsten Züge von Schwarz, dann kann Weiß sagen, okay, ich spiele jetzt Londoner System. Was man machen kann aber, und das ist im Profischach normal, ist, alle Partien werden in den Datenbanken abgespeichert. Das heißt, ich kann über jeden Spieler die Partien einsehen. Das heißt, ich kann sehen, welche sind seine Lieblingseröffnungen. Und kann vorher schon entscheiden, okay, dann lasse ich mich nicht drauf ein und spiele was ganz anderes. Ne? Das ist möglich.